So, und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video, nicht Minecraft Verkehrswelt. Das klappt leider noch nicht, ich habe immer noch kein Internet hier. Wie ihr seht, das ist auch das erste Video aus der neuen Wohnung und ihr fragt euch bestimmt, um was es hier geht. Nun ja, nachdem ich das Projekt vom Realnachbau von Hannover abbrechen musste, wegen technischen Schwierigkeiten und der schwierigen Umsetzbarkeit, habe ich mich dann am Ende nicht dazu entschieden, noch ein Seitenprojekt zu erfinden, beziehungsweise mir zu überlegen. Deswegen dachte ich mir, mache ich einfach da weiter, wo ich aufgehört habe, und zwar bei der Insel, die ich mit einem kleinen Schienennetz versehen wollte. Habe ich mir überlegt, einfach mal das weiterzumachen, und das möchte ich auch im Prinzip jetzt machen, und zwar etwas anders als sonst. Nicht, dass ich jetzt im Prinzip so wie früher oder wie auch immer noch natürlich jetzt demnächst ab nächster Woche Videos einmal die Woche aufnehme oder so ungefähr einmal die Woche, je nachdem wie ich das schaffe, und dann immer alles zeige und dann hochlade, sondern jetzt wird es ein bisschen anders, und zwar werde ich das Ganze mit euch zusammen bauen. Es ist ja nur eine kleine Insel in Anführungszeichen, und da möchte ich euch gleich mitnehmen und euch zeigen, wie ich das Ganze immer so mache, und ich möchte das alles auch wirklich so gut wie hintereinander aufnehmen und das Ganze auch, also im Prinzip vorproduzieren und hintereinander hochladen. Ob das täglich ist oder ob das jeden zweiten Tag ist, weiß ich noch nicht. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Die Videos werden so 15 bis 20 Minuten lang, habe ich mir überlegt, und genau. Wie ihr seht, wir sind jetzt schon hier drin im Spiel. Ich werde auch versuchen, die Videos ein bisschen zu schneiden, ein bisschen mehr Aufwand reinzustecken, als ich das sonst immer mache. Und ihr seht schon, ich habe tatsächlich schon was gemacht. Das ist jetzt super alt, wenn man das so sehen möchte. Da kann ich euch erstmal zu Beginn des Videos zeigen, was alles schon vorhanden ist. Ihr seht, das werden sehr, sehr kurze Fahrzeuge sein. In dem Fall die Stadtbahn von S43. Also die Stadtbahnwagen wird wahrscheinlich auch das neueste Modell verwenden von denen, die in diesem Paket drin sind. Und das soll auf jeden Fall jetzt die Nord-Süd-Linie werden. Diese Station heißt auch Südstrand, wie ihr seht. Hier habe ich auch schon alles fertig gemacht, also drumherum auch die Landschaft angepasst. Das ist ja die Herausforderung bei solchen Welten. Hier ist der Eingang. Kann ich euch mal zeigen. Man geht hier rein, so wie ihr das bereits schon kennt, aus Hainbach, und so wie ich sonst immer die U-Bahn-Station baue. Ihr seht noch keine Linie zu sehen, gar nichts. Jetzt sind wir einmal hier auf der Station. Ihr seht, die ragt ein bisschen ins Wasser hinaus. Das wollte ich so ein bisschen der Schönheit halber machen. Da ich das natürlich in einer flachen Welt nicht so gut machen kann, habe ich das eben hier gemacht. Sieht eigentlich ganz nett aus. Hier unten sind das Stützen, die die Station halten. Und ansonsten ist hier noch ein Weichenkreuz und die Oberleitung, die habe ich auch bereits schon hier gemacht. Und auch dieses kleine Stück hier dann auch direkt in die Landschaft integriert. Und hier sollte, glaube ich, schon tatsächlich gleich die nächste Station sein. Ist tatsächlich ein relativ geringer Abstand. Aber da denke ich mir dann immer, mal mache ich einen kleinen, mal mache ich einen großen. Ist ja nicht schlimm, wenn es mal ein kleiner Abstand ist. Und hier ist schon das andere Ende der Insel. Die habe ich tatsächlich sehr, sehr klein generiert. Da können wir mal gucken, wie wir es machen. Sollte eigentlich passen. Die muss ja auch nicht genau geradeaus verlaufen in den Norden, sondern kann auch mal zum Beispiel hier hin gehen, wenn das mal auch laden würde, hier in diese eine Ecke. Da sehe ich auf jeden Fall, dass das auch eventuell was werden könnte. Hier dieses kleine Stück hier noch von der Insel, die Insel bei der Insel. Können wir mal gucken, wie wir das machen. Jetzt würde ich aber gleich direkt anfangen mit hier den Bereich hier zu bauen. Und zwar auch gleich, dass ich überlege gerade, ob das nicht eventuell zu klein geraten könnte, obwohl, naja, ich denke, ich lasse das so. Ich glaube, ich habe mir damals schon irgendwas dabei gedacht, als ich das mir überlegt habe. So, was ist das denn für eine Geschwindigkeit? Das müsste 80 sein. Ja gut, die 80 werden hier auf jeden Fall nicht erreicht. Aber gut, okay, und hier sind es auch noch zwei Richtungsschienen. Wird auch gleich interessant. Wir müssen nämlich noch über bedenken, dass wir einen kleinen Betriebshof hinbauen. Die Fahrzeuge müssen natürlich irgendwo herkommen. Dementsprechend, dann würde ich erstmal hier die Basis machen, entsprechend mit World Edit natürlich, einfach mal gucken, dass ich hier schon mal die Fläche habe, muss gleich nochmal gucken, wie lang die Bahnsteige sein sollen. Ich meine, das waren irgendwas mit 20 Blöcken, das rechne ich hier eben ganz kurz mal aus. Also von der ersten Node bis zur letzten Node, die wäre dann hier. Ich hoffe, das reicht mit dem Prellbock, dass der Zug, manchmal ist das ja so, dass dass die Zugspitze leicht den Prellbock rammt. Das möchte ich ungern, das möchte ich wirklich vermeiden. Bei
allen Stationen, bei denen ein Prellbock ist, bei allen Kopfbahnhöfen und so weiter. 33 Blöcke haben wir. Können wir gleich mal gucken, ob wir das hier richtig gemacht haben. Dann will ich aber mal hoffen, dass ich damals, als ich das gebaut habe, da hinten, gleich richtig gemacht habe. Ach super, das ist ja sogar mehr, als wir eigentlich benötigen. So, 33, da müssten, genau, also hier packe ich schon mal den hin. Und habe ich mich anscheinend diesmal hier für die Bahnsteigkanten entschieden. Das sind ja normalerweise die von der Eisenbahn, die ich in der Verkehrswelt bei Eisenbahn verwende. Sind es diesmal halt die von der, ich weiß gar nicht, was das ist, eine Tram ist es nicht. Die wird sehr unabhängig fahren. Also da wird, ne, also wenn Infrastruktur kommt, zusätzlich, will auch kein großes Fass aufmachen, dann wird die sehr wahrscheinlich nicht so ausgeweitet sein und die wird auch keine Überkreuzungen mit dieser Bahn haben, also würde ich das eher als eine U-Bahn sehen. Vor allem, wir werden es hier tatsächlich gar nicht vermeiden können, die durch Tunnel zu schicken. So, dann rechne ich, dann zähle ich die Blöcke noch einmal zur Sicherheit, dass ich auch sicher weiß, dass das nicht genau 33 Blöcke, super, dann gleich schon mal hoch, das war nicht richtig, so, dann gleich schon mal bis zum Ende hin Quarzblöcke hinsetzen. Ich weiß gar nicht, sind das die richtigen oder sind das glatte Quarzblöcke? Nö, das sind ganz normale Quarz, sehr schön. Quarz, wieder Quarz, Quarzblöcke, genau. Ja. Haben wir die hier schon mal gemacht. Und jetzt natürlich sind die Grundlagen, ist an sich nichts Besonderes. So wie bei jeder anderen Station, dann die Plattformschienen hinsetzen. Und was ich dann direkt auch im Anschluss gerne mache, ist direkt die Bahnsteige zu nummerieren. Und zwar denke ich mal, dass das dann Gleis 2 wird. Und die Standzeit müsste eigentlich 10 Sekunden sein. Nein, die ist okay. Okay, gut, das ist eine Endstation. Dann denke ich jetzt mal, dass ich bei Standard 10 Sekunden. Ja. Was? Ja, doch. Ja, doch. Bei 10 Sekunden lassen. Brauche ich das auch nicht zu ändern, weil am Ende vergesse ich es und dann bleibt es sowieso bei 10 Sekunden. Das brauche ich alles nicht. Von daher lasse ich das einfach mal bei 10 Sekunden. So, und jetzt muss ich mir nämlich überlegen, wie mache ich das? Zusätzlich kommt natürlich hier, dass die Landschaft hier komplett anders ist. Dann mache ich hier erstmal Gras hin, damit die schon mal eine flache Unterlage habe, wo ich drauf arbeiten kann. Ein paar Bäume müssen auch noch entfernt werden. Ich weiß gar nicht, das könnte schon ausreichen eigentlich. Ihr seht, hier ist alles einfach nur rausgerissen worden. Das muss ich auch noch anpassen. Und dann würde ich sagen, verwenden wir hier einmal, obwohl, ja, nee, Quarz haben wir da drüben schon. Dann würde ich diesmal tatsächlich eine Holzoptik nehmen. Tatsächlich die erste Station hier, die eine Holzoptik hat. Das passt auch eigentlich ganz gut zu dem Wald drumherum. Und das wird auch keine vollständige Überdachung, denke ich mal. So, dann kommt die Umrandung hin. 3 reichen, denke ich mal, als Breite. Also dafür, dass jetzt hier auf diesem Birkenholz die Umzäunung des Bahnsteigs hinkommt, sollte definitiv ausreichen, ja. Ansonsten, ja, wenn man das jetzt in Metern umrechnet, dann ist es natürlich deutlich mehr, als man auch eigentlich braucht. Also man passt da als Minecraft-Spieler wirklich mehrmals drauf. Die Insel werde ich übrigens auch ohne Probleme zum Download zur Verfügung stellen können. Die Weltdatei wird nicht sonderlich groß sein. Dann habt ihr eine kleine Spielerei. Und ja, genau. So, dann denke ich mal, dass wir so eine Farbkombination... Obwohl, ist das nicht die gleiche, die ich da drüben... Ja, zufälligerweise schon. Ich glaube, da zieht es mich eigentlich automatisch hin. Dann würde ich sagen, nehmen wir diesmal einfach mal. Ja, das ist mir vielleicht ein bisschen zu bunt. Ich überlege. Dann versuchen wir es mal mit Akazienholz und Fichtenholz. Das könnte eigentlich ganz gut werden. Nicht im Schachbrettmuster, sondern gestreift. Also dementsprechend zweimal außen und innen einmal das Akazienholz. Innen das Fichtenholz. Sollte eigentlich ganz gut werden. So. Manche Sachen baue ich einfach deutlich lieber mit der Hand als mit World Edit. Dann fühlt es sich echter an, obwohl es eigentlich Einsen und Nullen sind. Das überhaupt gar keine Rolle spielt. So, dann. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Dann muss ich gleich nochmal ausrechnen bzw. berücksichtigen, dass hier ein Eingang herkommt. Und das vergesse ich auch gerne mal. Also es ist mir schon öfter mal passiert, dass als ich S-Bahn bzw. als ich lange mit der U-Bahn beschäftigt war, mit der Stadtbahn in Hainbach und dann übergegangen bin zu S-Bahn-Stationen, insbesondere S-Bahn-Stationen, gar nicht mal große Bahnhöfe. Und dann bin ich wieder zurückgegangen zum Stadtbahnbau und dann habe ich eine oberirdische Station gebaut, das weiß ich noch ganz genau, das war Miesburger Holz auf der 6. Und dann habe ich einfach vergessen, Gates einzubauen. Ich habe die Station gebaut und dann habe ich da einfach die ganz normalen Lesegeräte aufgestellt und habe mir gedacht, geil, ist fertig. Dann ist mir einfach, Moment mal, nein. Da müssen Gates hin. Ja, und dann durfte ich erstmal schön nochmal weitere 20 Minuten damit verbringen, dort die Gates zu installieren. So, dann kommt hier eine Umzäunung hin. Da würde ich, glaube ich, überlege ich mir. Ja, nee, das ist mit dem Ende hier ein bisschen blöd. Dann würde ich gleich direkt, ich denke mal, eine Granit. Ja, nee, Granit. Ich habe sogar eine ganz gute Idee. Eigentlich mit den Sachen von Mr. Crayfish. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. So, Akazienzaun. Ja, der sieht ganz schön aus. Akazienholzzaun, der passt auch zur Bahnsteigsfarbe. Dann zäune ich den erstmal gleich komplett ein. Und dann werde ich mir überlegen, wie ich den Zaun so dem Eingang anpasse, dass es funktioniert. Das ist nicht immer leicht. Ich sehe auch gerade, ich habe die Schienen aber ganz schön nah aneinander gesetzt. Also das ist natürlich einfach eine Fortsetzung von dem, was schon vorher da war. Also wird wohl richtig sein. Es passt auch an sich vom Lichtraumprofil her. Die werden sich jetzt nicht rammen. Ich brauche jetzt kein Begegnungsverbot oder keine großartig hohe Signalisierung. So, dann hätten wir das schon mal gemacht. Muss ich gleich erstmal dafür sorgen, dass hier alles frei ist. So. Platz. Ja, jetzt natürlich die Bäume, das ist immer so eine. Habe ich glaube ich sogar die Tickspeed ein bisschen höher gesetzt, damit die Bäume schneller verschwinden. Da kann ich ja jetzt auf jeden Fall deutlich nachvollziehen. Ist auf jeden Fall deutlich praktischer. Es gibt ein Tool mit World Edit, kann man mit einem Rechtsklick den Stamm wegmachen. Muss trotzdem warten, bis die Blätter die spawnen. Das ist auch immer so eine Sache. So, das wird auf jeden Fall ganz lustig hier, das alles wieder anzupassen, denn natürlich kann ich das nicht so lassen, so habe ich es früher natürlich immer gemacht. Immer ganz alte Welten übrig mit Traincraft, vor allem Tram, U-Bahn hat es nie überlebt, weil ich habe das ja am Anfang von Minecraft Metro damals noch gesagt, das hat nie funktioniert, also die Züge sind verbuggt gewesen, die haben es nicht mal geschafft, eine Runde hin und zurück gefahren zu fahren, sondern sind irgendwo hängen geblieben und ich musste die wieder manuell auf die Strecke setzen. So, dann der Ausgang. Ich denke mal, dass es 3 Gates pro Richtung werden. Dann denke ich mal 10, 10, dann hätte man 13 für den Ausgang. Das würde sogar passen. Dann sind das hier einmal 11, dann müsste man das so probieren. Man schon mal die erste Grundlage 3, 3 und jetzt müssen wir gucken. Nein, das ist deutlich mehr, das sind 17. Okay, irgendwie habe ich mich da verrechnet. Dann versetzen wir das einmal immer jeweils um 2. Dann einfach ausprobieren. Bin ich viel zu faul, das im Kopf auszurechnen. Hier sind einmal 15 und hier sind 11. Okay. Dann müsste man das, glaube ich, noch einmal so verschieben. Dann hätte man hier 13 und dann hätte man hier auch 13. Super, dann hätten wir diesen Ausgang dann mittig. Dann ja schon mal hier den Zaun entfernen und dann einfach mal schauen, ob das dann so hinhaut. Dann denke ich mal so und dann kann man hier noch was hinstellen. Da soll der Zaun auf jeden Fall hingehen. Und dann kommt hier ganz gewöhnlich, so wie ihr es auch bereits kennt. Mache ich auch gerne mal so, dass ich das dann ändere in MTRP.
beziehungsweise in die U-Bahn-Würfel. Die finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn ich die dann da oben reinsetze, statt da einfach eine Ecke zu haben. Sieht man auch gleich, dass hier öffentlicher Personennahverkehr zur Verfügung steht. Packe ich da die hier hin und dann sollte das eigentlich so passen. Nee, das wird so, glaube ich, nicht funktionieren. Das sehe ich jetzt erst, weil die Gates müssen immer zwischen zwei Blöcken sein und das wird so nicht funktionieren. Und solche Sachen fallen mir dann immer viel zu spät auf. Doppelt wäre natürlich auch überhaupt nicht schön. Dann denke ich mal, setze ich den einfach um einen Block nach hinten. Und dann wird das eigentlich passen. Dann sieht natürlich die Treppe... Ja, obwohl, ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass die Treppe dann an dem Bahnsteig dran steht, statt im Bahnsteig eingelassen ist. Das sollte so eigentlich passen. Kann man hier nochmal links und rechts irgendwas hinstellen. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. Dann setzen wir hier schon mal einmal die Gates hin. Ich verwende ja immer die vom Joban-Client. Sieht man das ganz gut. Finde ich, brauche immer Ewigkeiten, um den zu finden. So, hier ist der. Und dann hier einmal dreimal den Eingang und dreimal den Ausgang. Für so ein kleines Netz würden drei auf jeden Fall definitiv ausreichen. Und dann machen wir hier einmal 1, 2, 3. Ja, gut. Kann man im Prinzip so lassen. Und dann würde ich Folgendes machen. Hätte man hier 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier auf jeden Fall die zweite Säule. Und dann kann man genau das gleiche hier machen. Und von hier dann 3. Das ist schon 1, 2, 3, 4, 5. Super. Passt wirklich sehr schön von der Symmetrie her. Hat man hier immer 4. Das ist immer eine ganz angenehme Höhe. Und dann nehme ich hier einfach mal die glatte Steinstufe für die Decke. Natürlich tauchen jetzt schön die die Achievements auf. Die Welt ist natürlich nicht so alt. Mir wird immer wieder bewusst, wie lange ich schon in ein und der einzigen Welt spiele. Also ich mache auch ansonsten nichts anderes, außer jetzt das Projekt in Minecraft. Ich mache kein Survival, gar nichts. Hat mich nie wirklich fasziniert. Deswegen, ich bin immer in Creative geblieben. Und seitdem ich MTR entdeckt habe, ist es wirklich nur noch das Hauptprojekt. So, dann brauchen wir hier Linienanzeiger. Ne, die brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen aber den blauen. Setze ich immer ganz gerne hin. Und natürlich einen Wasserspender und eine Notrufsäule. Genauso wie den Stationsnamen. Ah, und da habe ich tatsächlich was vergessen. Und zwar ganz, ganz wichtig. Nehme ich hier einfach mal den Banner. Wo ist denn der Banner? Hier ist der Banner. So, und dann wird die Station hier schön ausgeschmückt. Müssen wir noch überlegen, was für ein Name diese Station am Ende kriegen soll. Die andere Seite müssen wir natürlich auch machen. Dann machen wir hier, denke ich mal, die Namen hin. Fahrkartenautomat. Da kommt hier sowas hin. Und die Notrufsäule hier hin. Dann hier kommt der hin. Linienstandsanzeiger. Und hier kommt auf jeden Fall noch einer hin. Ich denke, hier ist besser. Und dann kommt, denke ich mal, was nehmen wir denn hier am besten? Ich glaube, das ist alles. Und dann gucke ich immer, habe ich immer Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Und dann gehe ich rüber, gucke, was ich denn hätte vergessen können. Dann würde ich sagen, genau, die Bänke sowieso. Und, natürlich das Offensichtlichste. Hier einmal die Anzeigetafel und ein Linienschild, was anzeigt, welche Linie dort fährt. So, dann kommt hier einmal der hier hin und dann denke ich mal, das wird nicht sonderlich schön aussehen, denke ich mal. Da probiere ich auch gerne mal was Neues aus und zwar sowas vielleicht. Ah nee, das funktioniert natürlich nicht. Da hängt ja das Schild. Da kann man theoretisch sowas machen. Genau, so, dann muss ich, glaube ich, auch manuell hier einstellen, dass sie alles anzeigen soll. Was?
Okay, interessant. Ja, das geht dann wahrscheinlich nur dann, wenn die Gleise bereits schon eine zugewiesene Linie haben. Dann mache ich das hier, glaube ich, auch genauso, damit man das schön gleich hat. Und dann sollte das auch, denke ich mal, ausreichen für den einen Bahnsteig. Und dann hat man hier mal die Anzeigetafel und dann da drüben den Liniennummernanzeiger. Und dann fehlt uns natürlich die Bank mit dem Mülleimer. So, der Mülleimer, den haben wir hier. Seht, das ist ein wirklich sehr großes Hin und Her, was das Suchen der Stationsausrüstung angeht. So, und dann haben wir auch schon einiges hier gefüllt. So, den haben wir. Können wir hier gleich. Okay, interessant. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das gleich von Anfang an, damit wir das Problem los haben. Würde ich sagen, oh, was wäre denn so ein guter Name? Ich würde sagen, Birkenwald. Birkenwald wäre eine Option. Oder zum Küstengang. Zum Küstengang ist eigentlich ganz in Ordnung. Dann würde ich das einfach mal nehmen. Irgendwas Zufälliges. Ich gucke nie mal mehr auf Google Maps. Ich überlege mir dann einfach nur, was wäre hier ein passender Name. Ich denke, breiter als das wird die Station auch nicht. Und dann gebe ich der einfach den Namen. Zack, dann haben wir das schon mal drin. Das hat eine Zone, das hat auch eine Zone. Dann geben wir dem einfach mal Zone 1. 0 finde ich immer ein bisschen unschön, deswegen zumindest auf 1 und dann kann man sich dann später ein Tarifsystem eventuell überlegen. Und dann kann man gleich hier alles einrichten. Das ist Gleis 2. Dann kann man hier das hier gleich reinmachen. Und hier genauso. Und dann natürlich auch die Beleuchtung. Und natürlich brauchen wir hier einmal Zugangsschilder. Die müssen dann einmal hier rein. Das sind natürlich die falschen. Ah, da hat sich das natürlich erneuert. Und dann haben wir hier einmal und hier einmal was. Und gleich gucken, was genau da drauf steht. Und dann können wir hier die Spotlamps hinsetzen. Hier einmal auch. Haben wir die Station schön ausgeleuchtet, so wie es natürlich sein muss. Ansonsten sieht man hier nichts, wenn es stockduster ist. Und dann kommen natürlich hier Warnhinweise hin, die den Fahrgästen sagen, dass man nicht auf den Gleisbereich darf. So, so haben wir direkt einen von zwei Bahnsteigen. Und ich denke mal, dass das eigentlich alles gewesen ist. Ich gucke hier einmal kurz nach. Ich sollte nichts vergessen haben. Unterführung braucht man ja im Prinzip nicht, beziehungsweise werde ich hier dann irgendwann anders machen, und zwar unter den Schienen drunter. Dafür ist der Bahnsteig jetzt einfach viel zu schmal, dass man da jetzt eine Unterführung machen kann, die die beiden Bahnsteige direkt miteinander verbindet. Ja, da kommt ein U und ein paar, kein Zutritt, also keine linienspezifischen Dinge. Dann würde ich sagen, dass wir das gleich auch mal machen können. Hier zumindest auf der Seite. Hier ist auf jeden Fall kein Zutritt. Und hier ist der Ausgang ganz normal mit Pfeilen gekennzeichnet. Typischen Ausgangsschildern. Hier ist ebenso kein Zutritt. Und hier wäre dann die U-Bahn. Würde ich dann einfach mal so. Na, ich bevorzuge dann tatsächlich doch eher diese Variante. Und dann hätten wir das eigentlich auch erledigt. Statt so ein Küstengang. Ein Bahnsteig ist hier auf jeden Fall fertig. Und jetzt werde ich den zweiten bauen und ich denke mal, dass ich das dann als Zeitraffer einfügen werde. Ja, los geht's, würde ich sagen.
So, und da sind wir wieder. Die Station ist komplett fertig, was das eigentliche, was hauptsächlich angeht. Alles drumherum muss natürlich noch gemacht werden. Aber ich denke, das sollte es für die erste Folge reichen. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich schon zwei Stationen. Und in der nächsten Folge werde ich dann die Landschaft anpassen und schon mal den Weg zur nächsten Station so ein bisschen anbrechen. Ihr seht, ich habe noch ein paar Sachen hier ergänzt. Ich habe auf der anderen Seite hier noch ein paar Blumensträuche hingesetzt und natürlich auch hier links und rechts dann einmal nochmal den Namen ergänzt, beziehungsweise der war da schon. Ich bin mir da relativ unsicher. Jedenfalls habe ich noch ein paar Kleinigkeiten hier angepasst und so sollte die Station auf jeden Fall gut fertig sein. Hat alles auf jeden Fall da, was sie braucht. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dieser ersten Linie und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge.